Und ja, es zieht sich dann halt noch mehr in die Länge, wenn ich das alles immer nochmal und nochmal und nochmal spielen muss. Das ist echt nervtötend. Naja. Oh, weia. Okay, hier bin ich halb voll. Wahrscheinlich werde ich dann die nächste Story-Mission eh erstmal nicht machen können. Aber wir reden mal mit Minikin. Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, Base Defense. Hat das jetzt was gebracht? Minikin, we need to prepare our defense. Minikin, upgrades. Upgrades weapons. How about something else? Minikin makes cannon turrets. Minikin controls drone. Minikin thinks more. Haben wir das nicht schon beredet? No Minikin. Na gut, dann nicht. Vielleicht dauert das einfach noch, bis der das in die Wege leitet. Was haben wir denn hier jetzt? Ein Broadcast. Natürlich vom Major. I have a sad duty to inform you that Major Surt is unable to continue in command due to the grave injury he sustained in a recent fight. Gegen wen denn? Gegen uns hat er ja nicht gekämpft. He was placed in cryostasis and for the time being I'm in command. Hä? Wer spricht denn jetzt? I'd also like to inform you that we managed to rescue Dr. Bielik, who was held hostage by the mutineers. Das stimmt so nicht ganz. Dr. Bielik provided us with much needed information and will be helping us with stopping the sad mutiny. There are no changes to operational orders for now. Ach, das ist jetzt Lieutenant Bouchard. Ich dachte ja, dass der Major Surt vielleicht so ein bisschen verrückter ist, aber der war halt einfach irgendwie, oder ist ein sehr krasser, strenger Militär, aber ob das hier so stimmt? Also Bielik hat den eine Lügengeschichte erzählt, naja, muss er ja irgendwie machen. Wenn der denen gesagt hätte, er hat uns geholfen, dann hätten die sonst was mit dem wahrscheinlich gemacht. So, tough luck. Von Lieutenant Alex Bouchard. Was? No Key E-Mail Bouchard 3? Ich habe ja gerade noch über Bugs geredet. Hier hätte wahrscheinlich ein Text reingehört. Ach je, liebe Spielerentwickler. Spielerentwickler sage ich schon, Spielentwickler. Wie gesagt, ich verstehe es nicht, wenn ein Spiel ein halbes Jahr in Early Access ist und dann sagt man, jetzt kommt die eigentliche Version und dann sind da halt noch so viele Bugs drin und wirklich jetzt nicht irgendwie Grafikbugs. Gut, das hier ist jetzt, das ist auch geschenkt hier. Aber wenn das immer abstürzt, das ist echt so nervig. Danette sagt was über sich selbst. I think I owe you some more information about me. It's hard to tell the exact date, but I think he started to work on me soon after the ship left the Kuiper space. That means I'll be 6 in a few months. And before you start with the jokes, yes, I'm technically underage. He plugged me to a virtual reality system running at increased speed. I suspect he reset me several times when he wasn't happy with the results. It's hard to say, really, how old I am, subjectively, something between 20 and 40, probably. Most, naja, subjectively, wenn sie gar kein richtiger Mensch ist, dann weiß sie das ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Most of that comes from repeated simulations anyway. He wanted to have a perfect research assistant, smart, but not as smart as him, independent enough for unsupervised work, but otherwise totally subservient and obedient. It was hell. I don't think you can imagine what I went through. Yes, it was mostly simulation, but for me it was as real as your life was for you. Then you killed him. I was free. Komisch, dass wir sie nicht in Teil 1 schon mal gesehen haben. I'm repeating myself, but you can't imagine how it felt. It took me some time to break free from my prison.
Meanwhile, you were apprehended by the soldiers. I wanted to return the favor to free you, and like a stupid little girl I am, I got captured. You know the rest. That's all I'm going to say about the past, okay? We need to focus on future now. Oh Mann, können wir ihr trauen? Also nicht mal, wie gesagt, ihrem Bewusstsein oder ihrem bewussten Ich können wir, denke ich, schon trauen. Aber vielleicht hat er Professor Wagner noch eine Überraschung in ihre Programmierung gelegt. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie geht's weiter? Was? Killing Bielik? Bitte was? Fragte Strain Frey, hey, lass uns mal Bielik töten, oder wie sieht's aus? So I guess we have to kill Bielik, right? What other option do we have? He clearly told the soldiers about us, so he's a direct threat to our survival. In hindsight, it's clear he joined us just to get closer to us. He can say whatever he wants, but what do you think he'd do to us if he captured us? I think he wouldn't kill me, but... No, he wouldn't kill either of us. But I'd prefer a clean death rather than let him play with my mind and tear it to pieces. Der macht dann seine Forschung weiter, okay. Ja, dann müssen wir den wohl... Ich würde so gerne jetzt schon sehen, bevor ich den Dialog starte, was für ein Level das ist. Das darf ich aber natürlich nicht. Ich muss erst den Dialog starten und in der nächsten Folge ist das dann wieder total unklar. Was, obwohl, hier steht jetzt gar nicht mal, sonst steht da ja irgendwie Level irgendwas required. Jetzt steht das gar nicht da. Vielleicht können wir die nächste Mission jetzt doch spielen. I managed to track down Bielik. We must strike at him at once. Okay. Und wie machen wir das? My senses tracked Bielik to the main dock. You have to stop him. He's too dangerous and knows too much. You could also do a little sabotage in the dock. The relief squadron is getting closer every day. Okay, dann müssen wir jetzt den Bielik killen. Brauche ich hier irgendwas? Ja, ich kann da mal gucken, ob wir was gefunden haben. Was Schickes, zum Beispiel das hier. Holla. Das sieht doch ganz passabel aus. Das hier nicht, das hier nicht. Das hier auch nicht. Aber bei den Implants, da gab es jetzt doch noch was. Genau. Arme. Okay. Das sieht auch nicht schlecht aus. Movement Speed. Ah ja, nee, Füße haben wir wieder nicht. So, die Hände. Na ja, gut, das brauchen wir alles nicht. Haben wir hier noch was bei den Augen? Nee, das ist besser. Das ist alles. Aim Zoom, Aim Stabilization. Na ja, komm. 3, 3, 3, 7. Okay, naja, wird schon so passen und ja, dann mache ich gleich weiter. Ich hoffe, er stürzt mir nicht wieder ab oder die Mission hat nicht Freeze oder so. Also, locate and exterminate Dr. Bielik. He has clearly joined the Delta Force. Okay. Naja. Bielik's ID was just used in the supply hangar. If he's still there, I'll get him. Don't be cocky. Oh, schon wieder die. Bielik weiß easily and it's clear that the soldiers are working with him. Okay. Das ist mal wieder ein ganz anderer Stil von der Umgebung hier. Meine Güte. Okay.
hundertprozentig noch mehr, oder? Echt nur die zwei? Na gut, es sind auch keine weiteren Türen da. A locked door. What now? There's the access terminal. Should be easy. I'll try it. Should be easy, okay. Ich suche natürlich wieder so ein bisschen nach Tablets, weil das ist doch immer ganz spaßig, das zu lesen. Oder eigentlich auch spannend. Aber Moment, wie ging das? Muss ich erst hier hin? Ja. Schon lange nicht mehr gemacht, das Spiel hier. Aber das ist einfach, nur mit drei Zahlen. Naja, sie hat ja auch gesagt, dass es einfach ist. Oh Mann. Aber hier sind viele Möglichkeiten, dass sich da Soldaten verstecken können. Wie komme ich denn da durch? Danette? Hallo? Null. Find the entrance to Supply Dock. Wie schalte ich denn das Ding hier aus? Hä? Das ist ja schön, dass jetzt die Tür aufgeht, aber... Oder ist das nur ein Überwachungslaser, also dass ich dann was aktiviere? Ich kann natürlich auch nicht springen in diesem Spiel, das ist schön. Na gut, dann. Aber ich glaube, Soldaten kommen nicht durch Türen, oder? Doch. Boah, die machen einen Schaden. Oh, ich habe keine Medikits gekauft, ich Idiot. Das werde ich niemals überleben. Okay. Hallo? Alter. Ja. Das kann noch heiter werden, weil ich jetzt keine Medikits habe. Der will nochmal mit uns reden und uns überzeugen vielleicht. Oder er will uns gleich killen. Oder er schickt uns nochmal sowas wie Razor. Huch. Ist die nicht losgegangen? Die Granate ist ein Blindgänger. Aber ich werde hier öfter sterben. Ohne die Medikits. Denn ich habe jetzt noch, naja, vier Stück. Das ist ein Witz. Das ist einfach mal ein Witz. Ah, da sind noch mehr Soldaten natürlich. Natürlich. Ach, da ist dann so ein Ding versteckt. Krass. Krasse Sache. Soll ich es wagen? Ich meine, zur Not kann ich ja wieder runterfahren. Alter. Viel zu spät bemerkt. Boah, ist das unübersichtlich. Und da ist der Weltraum. Schön. Naja, das ist ja ein Dock, also da kann man dann
Vielleicht mit dem Shuttle oder so andocken. Gott, sind das viele. Gott, sind das viele. Warum sind das so viele? Die Granaten. Vielleicht sollte ich mich doch mal heilen. Alter. Keine Chance. Absolut keine Chance. Es ist aber relativ billig, sich zu heilen. Noch ist es billig. Bielig quasi. Hahaha. Oh Mann. Schon. Irgendeiner muss doch die Tür aufmachen. Langsam aber nicht. Na? Na, weil sie jetzt wieder Objective Lost haben wahrscheinlich. Dann hauen sie wieder ab. Nicht, das gibt's doch gar nicht. Ich hab den voll im Visier, voll im Laserstrahl. Und der kriegt keinen Schaden. Ah! Ist die so schlecht jetzt, die Waffe? Oder habe ich... Na, das kann vielleicht, dass ich irgendwie, wo ich bei den Gears oder hier bei den Implantaten was geändert habe, dass da vielleicht die Präzision schlechter geworden ist. Das wäre aber gar nicht gut. Das war doch jetzt immer so präzise und jetzt plötzlich nicht mehr. Boah. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich werde sowas von versagen hier. Ein Schuss trifft und der andere nicht. Wo sind die? Ach, es ist nur noch einer da. Es ist überhaupt nur noch einer da. Aber da kommen sicher noch mehr. Ist das heavy? Man kriegt auch nur ganz, ganz selten Medikits, dass die mal einen Gegner droppt oder so. Also das ist wirklich extremst selten. Na gut. Ich guck mal weiter. Aber ich habe echt ein mulmiges Gefühl. Na klar. Jetzt der letzte. Da ist ein Tablet. Hatten die schon immer so ein Auge drüber? Ich weiß es gar nicht. Another locked door.
There's no terminal here. A code lock. Look around. Maybe you'll find it somewhere. Ach, das ist... Das ist aber nicht sehr gut versteckt. Da haben sie sich auch gar nicht mehr Mühe gemacht, das irgendwo cool zu verstecken, sondern das liegt einfach neben der Tür. Delete this message after reading. Na, das haben sie wohl vergessen. Code for the door.